Eine deutsche Mittelgebirgslandschaft auf drei Ebenen. Mit einer Ausstattung, die auf Modellbahnausstellungen seit Jahren ein Hingucker ist. Dabei ist die Anlage von Frohwald Rünzi nur 2,50 Meter mal 1,40 Meter groß. Und noch erstaunlicher, sie lässt sich wegklappen in einen Schrank. Die ist entstanden aus einem ehemaligen alten Bücherregal. Das wurde irgendwann nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich das umfunktioniert und habe gedacht, da mache ich eine klappbare Anlage rein. Die hat bei uns zu Hause Platz. Auf seiner Modellanlage der Spurweite H0 führen alle Gleise nach Buchheide. Ein Bahnhof, der nicht für jeden gleich ein Begriff sein wird. Für mich war es Fiktion. Inzwischen habe ich festgestellt, das gab es wirklich. In der Nähe von Berlin im Osten. Aber hat mit dem nichts zu tun. So kann es einem gehen, wenn man einen Namen erfindet. Unkompliziert will es Frohwald Rünzi haben. Bei Schaltung und Steuerung seiner Modellbahn bevorzugt er praktische Lösungen. Die ist rein analog gesteuert und die Magnetartikel von den Weichen und von den Signalen werden von den Riedkontakten und den Loks gesteuert. Die Loks haben Magnete, wie man das so kennt. Und die Kreuzung, da kreuzen sich zwei Stromkreise. Dort ist eine Automatik eingebaut, damit dort kein Crash passieren kann. Und die Automatik steuert die vier Signale. Und da gibt es so ein First-in-First-out-Prinzip. Das ist alles. Am linken Bahnhofskopf von Buchheide ist ein Dampflok-BW angegliedert. Der Bahnhof besitzt auch eine Dieseltankstelle. Mit Dampf und Diesel geht es dann durch eine mehrfach untertunnelte Landschaft. Alles ganz entspannt hier. Die Bauarbeiter überarbeiten sich nicht. Und es ist auch schon eine Weile her, dass diese Anlage entstanden ist. 83 bis 85 ungefähr. In der Zeit habe ich das gebaut. Und seither pflege ich es halt. Viele Leute bauen ja in der Zeit 10 Anlagen. Ich betreue dauernd die. Als letztes hat er sich noch um die Elektrifizierung der Strecke gekümmert. Eine funktionierende Oberleitung ist ihm schon wichtig. Die E-Lok fährt nur auf der Talstrecke von Buchheide nach Buchheide. Wie lange wird Frohwald Rünzi wohl noch mit ein und derselben Anlage auf Ausstellungen gehen? Ich merke immer, die Rückkopplung von den Leuten, denen gefällt es. Und den Kindern gefällt es, die haben ja gar keine Gelegenheit mehr, sonst sowas anzugucken. Und darum mache ich das halt noch. Und mir selber macht es halt auch Spaß.